Hallo und willkommen zu diesem kleinen neuen Video, in dem es um die Kombination Z750 Shoulder Camcorder mit DWX-Serie im Receiver-Slot geht. Da hat ein Kunde ein kleines Problem gehabt, was ich versucht habe zu lösen. Und damit er nicht in die gleiche Falle reinläuft, mache ich das Video. Ja, bevor wir anfangen, das Video werde ich auch nochmal in Englisch machen. If you speak English only, then look into the description notes, where you find the link to the English video. Okay, was war die Problematik? Der Kunde hat sich eine Z750 gekauft, dazu eine DWX-Serie. Das ist dann so ein Receiver, der hier hinten in diesen Slot reinkommt und dazu eben die beiden Sender, Handsender und Taschensender, so wie ihr sie in diesem Spezialaufbau seht. Das habe ich gemacht, damit ihr die Displays seht und seht, was da passiert. Der Kunde hatte also die Problematik, dass er sich das Setup eines anderen Z750-Users eingeladen hat. Man kann das per SD-Karte austauschen oder per File austauschen und dann kann man über die SD-Karte dieses Setup in die Kamera einladen und dann gibt es diese 280.000 Funktionen, die die Kamera eben hat, so eingestellt, wie dieser Kameramann das benutzt hat, und da die mehr oder weniger von den gleichen Kunden arbeiten, war das sinnvoll, dass die eben die gleichen Einstellungen haben. So, und jetzt war die Problematik, dass er das angemacht hat, hat die Sender eingeschaltet, hat dazu ein bisschen gesynkt und dann gingen die Sender automatisch von alleine aus. So, warum auch immer, die ging in den Sleep-Mode, das ist so ein Standby-Mode, in dem Audio ausgeschaltet ist und UHF ausgeschaltet ist, nur die Remote ist an, das spart Batterie, gibt dem User natürlich auch ein bisschen Privacy und das ist immer passiert. Also Kamera einschalten, Sender einschalten, ein paar Sekunden später schalteten sich die Sender automatisch aus. Die Idee hinter dieser Funktion ist aber eine andere. Die Idee ist nämlich, dass wenn man die Kamera ausschaltet, die Sender ausgeschaltet werden und wenn die Kamera eingeschaltet wird, dann werden die Sender vom Sleep-Mode wieder in den Aktiv-Mode geschaltet. Das ist die Grundidee dahinter, sodass man nicht immer zu jedem Protagonisten laufen muss und da den Sender ein- und ausschalten muss. Ja, da habe ich ein bisschen überlegt, was es sein könnte, welche Funktionen es gibt und bin dann darauf gekommen, dass es zusammenhängt mit den Assignable Buttons. Das sind Knöpfe an der Kamera, die ihr frei belegen könnt. Und jetzt gehen wir mal rein ins Menü und gucken uns mal an, was man da eigentlich machen kann. Z750, ihr seht ja das Display, es ist keine Lens dran, deswegen ist das dunkel da vorne. Aber ihr seht Kanal 1 und 2, da kommt schon Audio, das ist das Shotgun-Mikrofon hier vorne. Und die Funkmikrofone sind auf Kanal 3 und 4. Und wenn ich jetzt eben ins Menü reingehe, dann kann ich hier alles Mögliche einschalten. Und zwar im Bereich Maintenance gibt es eben Audio und Wireless Remote Receiver Settings. Die beiden Untermenüs gibt es da. Gehen wir mal kurz rein in Audio. Da habe ich an der Front jetzt ein ECM86 Stereo-Mikrofon, deswegen habe ich hier auch Stereo eingestellt. Die ganzen Einstellungen könnt ihr so lassen. Wenn ihr die hinteren XLRs nicht nutzt, dann könnt ihr die natürlich auch ausschalten. Dann sind die nicht an, das macht ja auch Sinn, dass da keine Störungen reinkommen. Und dann könnt ihr eben hier die verschiedenen Funktionen durchsteppen. Lasst das alles so, das ist in Ordnung, auch für die, die Standard-Sony-Mikrofone und für die allermeisten Shotguns, die ihr da anschließen könnt, sind die Einstellungen völlig in Ordnung. Ihr könnt natürlich wählen, ob der Kopfhörer Mono oder Stereo ist. Ich habe jetzt hier als Referenzlevel European Broadcast Union Level eingestellt. Da könnt ihr aber auch natürlich verschiedene andere Ausgangslevel einstellen, wie es auf dem Pfeil dann aufgezeichnet wird. Channel 1 und 2, AGC, habe ich schon mehrfach drüber gesprochen. Ich würde AGC versuchen nicht zu nutzen. Das habt ihr immer in dem Moment eingeschaltet, wo ihr auf Automatic Gain eingeschaltet habt, also wo die Aussteuerung automatisch gemacht wird. Das ist immer das AGC im System. Das würde ich jetzt eben hier für die Kanal 1 und 2, wo das Stereo-Mikrofon drauf ist, in Stereo schalten. Und für die Kanäle 3 und 4, wo die Funkmikrofone drauf sind, würde ich es eben in Mono lassen. Aber ich zeige euch gleich, wie ihr das ausschalten könnt, indem ihr an der Seite auf manuelle Aussteuerung geht. Das könnt ihr eben, wie gesagt, hier nicht ausschalten. Minus 6 dB ist die geringste Eingangsstufe, die ihr da einschalten könnt. Limiter Mode könnt ihr aufmachen. Output Limiter braucht es eigentlich auch nicht. Windfilter macht für mich keinen Sinn. Okay, damit ist das Standardmenü schon durch. Mehr gibt es hier nicht einzustellen. Ich gehe mal wieder da raus und gehe jetzt in die Wireless Remote Receiver Settings. Und hier habt ihr eben Channel 1 oder Channel 2 zum Einstellen. Ihr seht, am Channel 1 ist ein DWM, ein Digital Wireless Microphone. Da könnt ihr jetzt eben die Input-Sensitivität über die Remote einstellen. Ihr könnt einen Low-Cut einstellen. Kann ich ja mal machen hier. Stell das mal auf 40 Hertz. Ihr könnt eine System-Delay, die ist automatisch. Das heißt, die Kamera weiß, welcher Codec gerade in Betrieb ist, welche Latenz der hat und kompensiert das automatisch. Das ist immer mit 0 Millisekunden Lip-Sync auch dann zum Videofile aufgezeichnet wird. Ihr habt eine TX-Power, ist jetzt auf 1 Milliwatt hier.
Hier unten am letzten Einstellpunkt ist eben TX Cam Power Sync. Das heißt, wenn ich das auf On mache, dann sollten die Sender ausgehen, wenn ich die Kamera ausschalte. Und das mache ich jetzt mal. Ihr seht, die Sender werden ausgeschaltet. Oben blinkt noch die grüne LED hier oben. Da blinkt noch die grüne LED, kann man jetzt gerade noch hier unter dem Mikrofonkabel sehen. Und wenn ich die Kamera wieder einschalte, dann fährt der Receiver hoch, guckt nach seiner letzten Einstellung und schaltet die Sender, wie ihr seht, auch wieder ein. Das Ganze läuft ja über eine Remote-Verbindung im 2,4 GHz Bereich. Zigbee ist hier das Grundprotokoll und geht so zwischen 5 und 10 Metern Radius um eure Kamera herum, je nachdem, was auch gerade an anderen 2,4 GHz Signalen in der Luft sind und wie hoch die Kamera ist. Aber eine Shoulder-Camcorder ist ja normalerweise auf der Schulter. Das heißt, die Antenne hier drin hinterm Display ist hoch genug oder ist auf dem Stativ. Auch da hat es eine gewisse Höhe und sollte diese 5 bis 10 Meter locker machen können. Okay, aber wo war jetzt die Problematik von dem Kunden? Ja, was der Kunde gemacht hat, der hat sich einen von den Assignable Buttons genommen. Ich gehe mal hier wieder rein und gehe auf die User Settings und dann kann ich hier eben Assignable Switches wählen, was die Switches denn machen sollen. Und dann gibt es hier oben zwei unter so einem kleinen Hebel und hier in der Seite gibt es auch nochmal drei, glaube ich, genau, drei. Jetzt kann ich hier reingehen und kann einfach wählen, was die Schalter machen sollen. Nicht alle Switches können alle Funktionen. Hier ist zum Beispiel jetzt in Bezug auf Audio gar nichts drauf, außer dass ich die Mikrofone nochmal ein- und ausschalten kann. Aber wenn ich auf den Zweier gehe, dann sehe ich hier TX Power Safe. Und das bedeutet, dass wenn ich jetzt hier an der Seite den TX2 bediene, dann bekomme ich genau diese Safe-Funktion. Jetzt sehen wir, die Sender sind aus. Und wenn ich den Schalter einschalte, dann gehen die Sender auch wieder ein. Und hier ist jetzt die Problematik von dem Kunden. Der hat es auf Assignable Button 2 gelegt, hat aber den Schalter in der Ausstellung gelassen. Ich habe die Sender jetzt manuell eingeschaltet. Die Kamera ist aus. Der Assignable Button steht in der Mikrofon-Off-Position oder Sleep-Position. Und jetzt schalte ich die Kamera ein. Dann sehen wir hier auf dem Display Audio auf Kanal 3 und 4. Und siehe da, das Audio ist jetzt aus und die Sender sind im Sleep Mode. Das passiert immer wieder. Wir haben versucht, das ein- und auszuschalten. Das hat nicht funktioniert. Dieser Assignable Button, wenn er auf Off steht, schaltet grundsätzlich die Sender off, wenn der Receiver Verbindung zu den Sendern hat. Es hätte einfach gereicht, die wieder einzuschalten. Aber das hat er eben nicht gewusst, weil er nicht gewusst hat, dass er den Assignable Button damit belegt hatte, durch diese Übernahme eines Komplett-Setups eines anderen Kameramanns. Also, wenn ihr die Funktion nutzen wollt, dann passt auf welchen Assignable Button ihr das legt. Oder ihr legt es gar nicht auf den Button, das macht ja Sinn, weil es geht ja darum, Kamera aus, Kamera an, Sender an. Dann funktioniert es reibungslos. Wenn ihr das auf den Assignable Button legen wollt, dann benutzt vielleicht den Assignable Button 1, weil der Assignable Button 1 ist einfach ein Druckknopf. Und wenn man da drauf drückt, dann gehen die Sender aus. Und wenn man nochmal drauf drückt, gehen die Sender wieder an. Das heißt, egal in welchem Zustand das Ganze ist, der Button reagiert eben nur, wenn man einmal drauf drückt. Ja, so viel zur Z750 und die DWX-Serie und die Problematik eines Kundens mit ausgeschalteten Sendern. Wenn du noch weitere Fragen zur Z750 oder zur DWX-Serie hast, dann schreib es doch bitte in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, liken, Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.